Ui, es geht weiter mit Chorus Harpers Mission am Rande der Pflicht. Ah, ich bin meistens am Rande der Gicht. Mit meinen Blutwerten, aber who gives a fuck? Möchten Sie zur Mission aufbrechen? Ja, bitte. Gleich rein da. Cora. Und natürlich Bibi. Da muss man Bibi mitnehmen. Müssen Sie auf der Asari-Arche. Dream Team Bibi und Cora. Was haben wir hier? Ich hatte letztens Nebula ausgewählt. Cora Bibi. Die Crusader war nicht meins. Sturmgewehr. Revenant haben wir wieder einen neuen. Präzisionsgewehr. Vanisher. Viper. Ich habe Lust, das zu testen. Schaut gar nicht schlecht aus, solange es nicht explodiert. Thermomagazin, da, perfekt. Da haben wir nichts Neues. Und da haben wir nur Dream Team, Bibi und Cora. Bestätigt. Wir nähern uns jetzt Koras Nav-Punkten. Etwas ist dort. Vielleicht eine Arche. Verdammte Geißel. Sam, hilf mit Sensoren. Schwer zu glauben, dass die Lucinia das überlebt hat. Was will die Asari-Arche hier? Verirrt vielleicht. Oder sie sucht was. Sarissa hat Pläne für die Jäger der Dezimierung. Von ihr stammt das Handbuch für Krisen. Die Elite-Soldatin. Glauben Sie immer noch, die schafft alles? Sarissa war eine Legende, bevor sie Leibwächterin des Pathfinders wurde. Sie hat einen Plan. Aha, Schiff der Initiative geortet. Lebenszeichen. Minimale Energie. Mehrere Rumpfschäden. Ein Wrack. Wenn sie fliegen kann und die Crew lebt, ist alles okay. Kello, wir gehen rein. Ich versuch's. Eine Andockbucht funktioniert bestimmt noch. Ich bin mir sicher, Bibi ist auch ganz besorgt. Die schwarz-rote Rüstung schaut richtig gut aus. Gute Arbeit, Mordor. Gute Arbeit. Alles rot-schwarz schaut immer cool aus. Ein bisschen dunkel hier. Kommentar, Bibi. Nein? Okay. Dann halt nicht. Wir könnten doch Bibi zur nächsten Asari-Pathfinderin machen. Hier sieht's ja aus. Psst. Früher wurde für Gäste noch durchgefegt. Ha! Ah. Hallo? Dafür. Ist da jemand? Wir sind hier, um zu helfen. Toll. Sagen Sie nur jedem, wo wir sind. Genau darum geht's, Bibi. Ja, ich glaube, ich habe die richtige Wahl getroffen. Ah, Dream Team. Bibi und Cora. Neue Asari-Pathfinderin. Nein, nur keine Energie. Das wäre für Cora wahrscheinlich ein Schlag ins Gesicht, wenn wir Bibi wirklich Asari-Pathfinderin machen. Was für ein Traumteam. Die Kompression eingeleitet. Verreckt, ihr Cat-Monster! Wir sind keine Cat, wir sind ein Pathfinder-Team! Ryder, Lieutenant Harper und Sam, sende ihr unsere Ident-Codes. Bestätigt. Tut mir leid. Ich bin Captain Atandra von den Resten der Lucinia. Kommen Sie auf die Brücke. Vielleicht können Sie dabei helfen, dieses Chaos wieder in Ordnung zu bringen. Nur ich kann das. Und Bibi. Da ist wohl jemand nervös. Cora vielleicht auch. Krass, wie viel Text Bibi hier drinnen hat. Der Track genau eine Zeile gehabt hat in Vetras Mission. Naja, ziemlich ruhig bis jetzt. In diesem Bereich wurde gekämpft, aber keine Leichen. Was auch immer passiert ist, es hat den Captain ganz schön aggressiv gemacht. Wenn die Tempest so aussähe, wie würden Sie sich dann fühlen? Ah ja, ich bin mir ziemlich sicher, die Cats haben die Asari mitgenommen. So wie sie es mit den Angaren machen. Okay,
schönes rotes Licht hier. Ich nehme doch auf, oder? Ja, gut aus. Okay, weiter. Cutscene. Dass die keine Bilder oder Kunst in ihren Schiffen haben. Sie würden ein Pathfinder-Team ins All blasen? Natürlich! Wir können kein Risiko mehr eingehen. Sarissa Therese, Pathfinder. Der Captain tadelt mich gerne. Ist gut für ihren Blutdruck. Cora hier dachte, die berühmte Sarissa hätte alles im Griff. Ich dachte, Matriarchin Ishara wäre Pathfinder und sie wären Leibwächterin. Ihre Tiamna. Ich war Asari-Elite-Soldatin und kenne ihre Bücher auswendig. Matriarchin Ishara ist tot. Sarissa hat übernommen. Und die Cat sind trotz ihrer Bücher auf meiner Arche. Warum sind die Cat hinter ihnen her? Matriarchin Ishara starb bei Verhandlungen mit den Cat. Also nahm ich ihnen auch etwas Wertvolles. Ich stahl ein Modul mit taktischen Daten. Ihre Geheimwege durch dieses Phänomen. Wir nennen es die Geißel. Wenn wir die Cat hier abhängen könnten, hätten wir bessere Chancen. Ihr Archon hat seinen Eliteagenten, den Recken, und seine Dezimierung auf uns gehetzt. Jeder Kampf gegen den Recken bringt neue Verluste. Letztes Mal hat er Truppen an Bord geschickt. Sarissas Diebstahl hat die Lage erschwert. Von wie vielen Cat reden wir hier? Das ist unklar. Sie sind unten eingesperrt. Wir haben mit unseren Ressourcen Zivilisten evakuiert. Der Recke will, dass Sarissa bezahlt. Pathfinder müssen Risiken eingehen. Ich weiß das. Göttin, schütze mich. Wie kriegen wir die Arche hier raus, bevor dieser Recke wieder zuschlägt? Mit einem ULG-Stoß. Aber wir haben seit der Evakuierung nur Minimalenergie. Der Antriebskern ist tot. Leider sind die fraglichen Systeme unter Deck. Zusammen mit den Cat-Soldaten. Ein zweites Pathfinder-Team könnte helfen. Sie aktivieren den Antriebskern und mein Sam und ich entschlüsseln die Cat-Daten. Wir verwenden die Fluchtwege des Recken gegen ihn. Regel 1, kenne deinen Fluchtplan. Der letzte Bericht kam aus der Hangarsteuerung. Ich gebe ihnen Zugang, aber Vorsicht. Schau, die haben sogar extra Arbeit geleistet bei diesen Asari. Die haben sogar Gesichtsbemalung. Was für ein Luxus. Sind sie okay, Cora? Pathfinder gehen Risiken ein. Das stimmt. Matriarchin Ishara, ihr Vater, sogar Barrow auf der Turianischen Arche. Wir würfeln und... Cora, mir wird nichts zustoßen. Das habe ich nicht gesagt. Nicht? Kommen Sie. Je früher wir die Elite-Soldatinnen finden, desto besser. Ja. So, Aufmerksamkeit, Schwarm-Bibi. Will die ganze Aufmerksamkeit wieder in sich auf sich haben. Bibi. 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 War Bibi. Es auch so still, als die Archen durch den Orkusnebel flogen? Noch stiller. Sie waren nämlich nicht beschädigt. Die Lucinia wird wieder sein wie vorher, wenn wir sie zu Nexus gebracht haben. Jemand hat die Hangartüren geöffnet und dann versucht, sie in Eile zu verriegeln. Bisschen unentschlossen, was? Okay. Ich schätze, da werden wir keine schöne Himmelmontage. Hangarsteuerung. Keine schöne Himmelmontage rausbringen. Hey, sehen Sie mal. Wir haben vielleicht eine Freundin. Gehört wahrscheinlich zu Sarissas Team. Halt! Im Namen der Göttin, ich werde... Ihre Retter erschießen? Retter? Und Menschen? Ihre Arche hat's geschafft? Nur knapp. Ich bin Ryder, Pathfinder der Menschen. Das ist mein Team. Ich bin Vedaria Domali, Sarissas neue Stellvertreterin. Tut mir leid.
Wie kann ich Ihnen helfen? Jetzt sogar auch Gesichtsbemalung und ein anderes Gesicht als die andere Nasari. Was für ein Luxus. Sie wirkt wie eine Anfängerin, da ist. Ja, ja. Wir müssen die ULG-Energie wiederherstellen. Ja, ich habe das Problem untersucht. Das Schließen der Hangartüren müsste es lösen. Die Kette haben die Türen aufgebrochen. Und die Sicherungen ziehen Energie ab. Ich weiß nicht warum, aber ihr Asari-Gesicht schaut besser aus als die anderen ganzen Asari-Gesichter. Mehr weiblicher als die anderen. Wozu offene Türen? Hier sind keine Schiffe. Die Kett versuchen wohl, die Brücke zu erreichen. Kett überleben kurzzeitig im Vakuum. Wenn wir die Türen schließen, haben die Jäger des Recken keinen Fluchtweg mehr. Ich hoffe nur, die Energie reicht für ILG. Ich... Vidaria, denken Sie an Sarissas Handbücher. Atem, Entschlossenheit, Handeln. Atem. Okay. Untersuchen Sie die Konsole. Ich passe auf. Atmen nicht vergessen. Immer ans Atmen denken. Ah. Cora, der Fanboy Nummer 1. Wir kriegen gleich einen Fight. Wie schaut mein Sniper aus? 4 Schuss. Ah, gar nicht so schlecht. Leite Sequenz zum Schließen der Hangartüren ein. Cat! Alles im Griff! Schützen Sie die Konsole, während Sam arbeitet! Kontinuierlicher Beschuss! Jawohl, Ma'am! Das wird Sie ordentlich durchschütteln! Konsole online. Bleiben Sie innerhalb Ihres Radius. Ups. Konsole aktiviert. Sie müssen in Reichweite bleiben. Hangartüren zu 21% geschlossen. Ich habe die richtige Waffe mitgebracht, aber nicht die richtige Fähigkeit. Ich kann sie ja umändern, theoretisch, aber... Ich treffe nichts. Doch! Und Charge. Nein. Ups. Hangartüren zu 53% geschlossen. Endlich einmal ein guter Schuss hier. Sie haben sie umgehauen. Nein. Hangartüren zu 77% geschlossen. Oh, netter Charge. Ist eigentlich ein gutes biotisches Team. Hangartüren geschlossen und verriegelt. Kettzugang abgeschnitten. Oh, das Mädel hat auch mitgeholfen. Okay, das müsste es gewesen sein. Und wo ist dann unsere verdammte Energie für ULG? Vidaria? Fragen wir sie. Wo rennt sie hin? Was war das? Ich nehme an, dass einige elektrische Anschlüsse der Arche soeben überladen wurden. Scheiße. Vidaria? Sam sagt, wir haben elektrische Anschlüsse verloren. Ich weiß! Die Überlastung hat einen Brand ausgelöst! Verdammt! Was kann die Überlastung ausgelöst haben? Etwas entzieht auf den unteren Decks Energie. Etwas Großes. Vielleicht hat die Dezimierung dafür gesorgt. Das traue ich diesen Schweinen schon zu. Die Cat, wenn sie die Reparatur lange genug verzögern, dann holt uns das Schiff des Recken ein. Wenn wir schnell und effizient sind, schlagen wir sie. Okay, zuerst die letzten Stase-Kapseln.
Ich überprüfe sie. Sie könnten unten den Grund des Energieentzugs suchen und bei dem Feuer helfen. Wo geht's zu den unteren Decks? Die Wohnquartiere. Ich öffne den Wartungszugang. Da kommen sie durch. Viel Glück. Mögen die Kett in der Leere vergehen. Doch. Ryder, hier ist Sarissa. Wir haben erst ein wenig Energie und dann einen Schadensbericht bekommen. Was ist passiert? Ein Unfall. Wir kümmern uns darum. In Ordnung. Machen Sie weiter. Wir bereiten den Antriebskern vor. Wir lassen Sie nicht im Stich, Ma'am. Natürlich nicht, Lieutenant. Sarissa out. Ein Evakuierungsbefehl. Jemand muss ihn weggeworfen haben. Das würde ich auch tun, wenn mir die Cat auf den Fersen wären. Es ist völlig dunkel hier unten. Passen Sie auf, wo Sie hintreten. Wir haben doch schon Lampen, Baby. Oh, Wohnquartiere. War doch gar nicht schlecht aus hier. Dafür ist das. Soll ich das verstehen? Was ist das? Auf dem Schild steht Matriarchin Ishara, der verstorbene Pathfinder. Ah, ein Begräbnis. Kannten Sie Matriarchin Ishara? Nicht persönlich. Sie war Diplomatin, sehr weise und überall respektiert. Und die Cat haben sie uns genommen. Sarissa muss das innerlich zerfressen. Daria, ich bin fast bei den Stase-Kapseln. Ah, Mist! Keine Energie für die Aufzüge. Vidaria, durchtrennen Sie die Mac-Schlösser des Aufzugs. Wenn die Arche so gebaut ist wie unsere, können Sie im Schacht hinunterklettern. Gute Idee. Danke, Ma'am. Oh, meine Pistole glitscht darum. Wollten uns schon ein bisschen Dead Space-Vibe hier reinbringen. Kinderbedrohung. Abschied. Oh. Sie haben die Leute ganz schön eng zusammengepfercht. Nein. Die Asari finden das direkte Zusammenleben angenehm. Sie nicht? Nein, verdammt. Ich brauche Freiraum für mich selbst und für meine Sachen. Ja, das ist, wäre mir auch ein bisschen zu eng. Da kann doch keiner schlafen. Verdammt, die schnarchen doch wahrscheinlich alle. Da bin ich auf Bibis Seite. Cool hier. So viele Leute. Eingepfercht. Wartend. Ständig gehen Alarme los. Die Cat haben ihnen das angetan. Würde mich interessieren, ob andere Gefährten auch so viel Dialog haben wie Bibi hier. Ich habe in letzter Folge schon gesagt, Bibi und Charles sind ja anscheinend die Lieblinge von den Developern gewesen, deswegen haben die auch Die Cat haben ihre Haustiere mitgebracht. Mehr zu tun, mehr zu reden. Verstärke ihre Schilde. Hoffentlich sind die Dinger erst an Bord gekommen, nachdem die Kinder weg waren. Warum haben die Kinder mitgebracht? Ich dachte, das wäre nicht erlaubt hier. Was gibt's hier unten? Wow, haben Sie das gehört? Gegen Nuts. Ich habe ihn durch die Wand geglitscht. Und wenn raus. Nein. Okay. Was hatten die vor? Ein schöneres Zimmer suchen? Viel Glück, Kumpel. Oh. Oh. Vidaria nochmal. Zwei Cat haben sich an den Stase-Kapseln zu schaffen gemacht. Jetzt nicht mehr. Gute Arbeit. Denken Sie an Sarissas Handbücher. Bleiben Sie unauffällig. Oh. Natürlich. Die Kapseln sind sicher. Ich verfolge weiter den Energieentzug. Danke, die Handbücher.
Mal schön, dass der hat Bücher täglich. Sieht nicht gut aus. Warum funktioniert das Sprinklersystem nicht? Entweder zu wenig Energie oder die Explosion hat die Brandkontrolle beschädigt. Wir könnten das reparieren, wenn wir die Steuerung finden. Und kämen dann an das, was die Energie abzieht, ohne angesenkt zu werden. Hier, Vedaria. Die Cat haben mich entdeckt. Ich sitze in einem Luftschacht fest. Machen Sie Ihre Biotik bereit und schalten Sie sie aus, wenn Sie vorbeigehen. Aber Sie werden mich hören. Sie sind eine Jägerin. Ein geräuschloses Raubtier. Okay. Geräuschlos. Und über die Handbücher denken. Ich liest es nochmal durch. Jeder hat sie dabei. Im Notfall. Chat, ausschalten! Blick nach oben! So, warum sind da Handbücher? Oh, Gegner. Die Ecke mit dir. Die Ecke mit dir. Nix da. Die Ecke mit dir. Ich glaube, die Cat wollten zur Steuerung des Sprinklersystems. Da drüben. Schalten Sie die Sprinkler ein, dann können wir das Feuer löschen. Wir könnten die South Park Feuerwehr holen. Oder selber spielen. Einfach drauf pissen. Natürlich ist Feuer. Zerstörungsmittel. Das ist durchgeschmort. Was für eine Ironie. Der elektrische Anschluss ist beschädigt. Ich schlage vor, Sie suchen nach einer Alternative. Murphy's Law. Wenn es schief gehen kann, dann geht's schief. Ich sehe keine Möglichkeit, es zu reparieren. Was ist mit Ihnen, Ryder? Was auch immer hiervon mit Energie versorgt wird. Die Arche braucht die Brandkontrolle dringender. Versuchen wir es nochmal! Das wird uns abkühlen. Vedaria hier. Ich habe die Cat erwischt. Sie mich auch. Aber ich bin okay. Gut gemacht. Und jetzt, wo die Hangars geschlossen sind, konnte ich auch den eigentlichen Verursacher des Energieentzugs ausfindig machen. Hier ist der Nav-Punkt. Wir sehen uns dort. Hier, Captain Atandra. Wir wärmen gerade den Antriebskern auf. Aber wir brauchen mehr Saft. Wir sind dran, Captain. Gut. Das Schiff des Recken ist immer noch irgendwo da draußen. Wir haben so viele verloren. Und Matriarchin Ishara auch. Das darf nicht umsonst gewesen sein. Der Recke. Eine Technikerin ist gegangen, bevor sie ihren Arbeitsplatz aufräumen konnte. Diese Komponenten stammen aus Systemen der Arche. Auch zur Energieverteilung. Das erklärt unser Problem. Wozu sollte jemand die Arche ausschlachten? Au! Aua! Was ist denn? Wie Nägel auf Glas! Oh. Was? Oh, nette Aussicht. Sieht aus wie ein Beobachtungsdeck. Um das Chaos zu beobachten, das Sie hier angerichtet haben? Die Leute wurden wohl von dem nächsten Deck aus evakuiert. Da kommen doch sicher Ryder, Gegner. Hier drüben. Ah ja. Vedaria. Der Göttin sei Dank, sie sind okay. Das hier entzieht die Energie. Was ist das? Die Angriffe haben die Hülle durchstoßen. Und jemand hat dieses Masseneffektfeldgerät aufgestellt. Das Feld hält die Hülle zusammen und ermöglicht die Evakuierung vom Deck darunter. Warum schaut sie so pink aus im Gegensatz zu anderen Asari? Hat die Kopfschmerzen, was?
Und wer empfänglich für Masseneffektfelder ist, kriegt Migräne. Stimmt. Aber man überlebt. Das Deck ist jetzt verlassen. Schalten wir das Gerät ab. Ich hab's versucht, aber nichts. Können Sie es scannen? Vielleicht weiß ihr Sam eine Lösung. Ich scanne gerne Maschinen. Das Gerät erfordert zur Abschaltung zwei Personen. Eine trennt die Kabel und die andere bedient das Gerät selbst. Ich übernehme das Gerät. Achtung! Einmal begonnen, muss der Zyklus der Ausfallsicherung auch abgeschlossen werden, sonst brennt das Gerät durch. Was? Lass mich gerade einen Stützpunkt erhalten. Und Kabel. Bereit, Vedaria? Ich ziehe jetzt das erste Kabel ab. Cat! Passen Sie auf das Gerät auf! Wir kümmern uns um Sie! Aber das Gerät darf nicht beschädigt werden! Vedaria. Sie schaffen das! Achten Sie auf das Glas! Keine Sorge! Wir haben Magnetstiefel, die nicht! Sie sind erledigt. Okay, nächstes Kabel. Bereit, wenn Sie es sind. Zweites Kabel. Wir kommen der Sache näher. Noch mehr Cat. Ausschalten. Und sonst und meine Güte, wie viele sind denn da an Bord gekommen? Alter, Güte. Oh, Überreste. Weg von meinem Gerät. Okay, jetzt das Kabel. Arbeite am letzten Kabel. Noch ein Angriff. Sie sind verzweifelt, Ryder. Das müssen die letzten sein. Das ist ihr letztes Gefecht. Durchbruch. Die Cats sind erledigt. Das Gerät kann jetzt deaktiviert werden. Das Geräusch ist weg. Falls wer fragt, das war schon so, als wir ankamen. Hier Captain Atandra. Ryder, der Antriebskern kommt online. Geschafft. In wenigen Minuten sind wir hier weg. Ist ULG auch möglich, wenn die Hülle ein, sagen wir, großes Loch hat? Mein Manöver müsste funktionieren. Falls die ULG uns zerreißt, denken wir uns was aus. Hier ist Sarissa. Sehr gute Arbeit. Wir sind fast zu Hause. Es ist vorbei. Ich sollte gehen und helfen. Vielleicht kann ich etwas tun. Sie haben bei Ihrer ersten Mission eine Arche gerettet. Sarissa wird stolz sein. Sie sind eine erstklassige Elite-Soldatin. Danke für alles, Lieutenant. Möge die Göttin Sie leiten. Pathfinder, ein Datenspeicher, ist zugänglich geworden. Er enthält das Nachfolgelog von Matriarchin Ishara. Hast du Zugriff? Vergiss die Daten! Die Barriere bricht zusammen! Ishara, sie vernichten die Arche. Nur die Daten können uns noch Zeit verschaffen. Cat-Verstärkung nähert sich, Pathfinder Ishara. Sarissa, mein Sam kann... Tiamna, bitte! Ich muss sie retten, auch wenn ich dann nicht mehr... Vergib mir. T-
Tianna heißt Tempelbewacherin. Eine Kämpferin, die treu bleibt, auch wenn alles verloren ist. Sarissa ließ sie sterben. Eine Bewacherin, die ihren Pathfinder im Notfall nicht verteidigt? Nach allem, was sie über Pflicht und Opfer geschrieben hat. Verdammt, Ryder, was mache ich jetzt? Zuerst. Hier, Tendra, wir wurden getäuscht. Ein Landungsschiff der Kettjäger ist unterwegs zu dem Loch in Deck 12. Wann haben wir ULG? Zu lang. Sarissa kommt. Drängen Sie sie zurück. Helme auf, Leute. Okay. Was auch immer das gerade bedeutet hat. Achtung, das Masseneffektfeldgerät ist noch angeschlossen. Aktivierung durch Fernsteuerung könnte die lokale Gravitation beeinflussen. Das könnte nützlich sein. Natürlich. Wie wird eine Face-Maske? Sagt sie, sie werden dann richtig? Okay, es ist kein... Lassen Sie Ihre Magnetstiefel aktiviert! Und achten Sie auf das riesige Loch! Ja, danke. Kein Kindschützer. Get off my ship! Ah, was war das? Wir haben Verstärkung! Alle festhalten! Was geht gerade ab? Was? Oh, die fliegen raus. Ryder, der Recke sendet weitere Cat. Sarissa ist gleich da. Nicht nachlassen. Oh, nur runter damit. Nur runter. Oh, die fliegen schon. Das muss der Recke persönlich sein. Erledigen wir ihn! Oh, ey. Nicht diese Dinger. Ich hasse diese Dinger. Die Asari-Diebin versteckt sich hinter ihren Handlangern. Sie ist ihre Puppenspielerin. Sie wird ebenso abgeurteilt wie sie. Ach, raus mit den Saar. Recke der Recke. Schießt dich an die Decke. Hopp, ja. Schauen wir mal, ob man das besser snipen kann. Niemand entgeht im Griff der Dezimierung. Okay, nein, kann man nicht. Ja, aber echt. Was zum Teufel. Oh. Super, das ist gut für dieses Ding. Und Granaten. Alles andere ist nicht wirklich das Wahre. Okay, doch. Feuert alles ab! Zerstört die Arche! Töten! Sarissa!
unter Beschuss! Die Schlacht um Kerkes. Wir haben eine Chance. Lieutenant, bitte! Warum haben wir zwei nicht mitgeholfen? Gerne doch. Festhalten. Eine Rumpfcrew. Aber genug, damit die Arche hält. Sie wird es zur Nexus schaffen. Egal, was es kostet. Sie müssen mit Sarissa über Isharas Nachricht sprechen. Ich möchte Ihnen beiden danken. Das war gute Arbeit. Ich bin stolz. Ma'am. Sarissa. Wir wissen von Ishara. Ihr Log? Dann bleiben ihre letzten Momente erhalten. Sie haben ihren Pathfinder im Stich gelassen. Sie hätten... Hören Sie. Ich habe ein Leben geopfert, um viele zu retten. Dazu werden wir ausgebildet, Lieutenant. Nur haben Sie es keinem erzählt. Weil Sie sonst nicht Ihre strahlende Heldin wären. Und vielleicht wäre das auch besser so. Ein Pathfinder gibt Ihnen Hoffnung. Sie wissen, was ich meine. Nicht wahr, Ryder? Sie verdienen die Wahrheit, auch wenn sie hart ist. Ryder? Cora? Tun Sie das nicht. Wir müssen uns jetzt auf den Nexus-Anflug vorbereiten. Wir haben Ihnen einiges zu erzählen. Da ist noch mehr. Sarissa hat die Bergung der Cat-Daten über Isharas Leben gestellt. Unser Sam hat das Nachfolgelog entdeckt. Sie? Eine ihrer verrückten Ideen hat Ishara getötet? Nein, die Cat. Ich brauchte Gewissheit, dass die Arche entkommen kann. Wir sind entkommen. Wieder und wieder, während die Cat uns gejagt haben. Es war nur Glück, dass uns Ryder gefunden hat. Wer ersetzt sie? Hey! Verderia. Nun, ein Pathfinder mit ein wenig Demut kann vielleicht nicht schaden. Nehmen Sie sich ein Beispiel an Ryder. Oh, was? Oh, nein. Ich mag Verdena, Verderia, Verdania. Wer auch immer sie geheißen hat. Ich habe es geschafft. Dann schafft Verderia es auch. Ich habe sie vor den Cat beschützt. Verderia ist nicht fähig, sie... Eine Jägerin ohne das Vertrauen ihres Teams steht allein. Sie ist ein Baum in der Wüste, der nur Trotz trägt. Meine Worte, Lieutenant? Sie sind wahr, Ma'am. Gehen wir. Sie sind in Sicherheit und nur das zählt. Ich bin noch mit der Crew unterhalten und der neuen Pathfinderin. Hey, alles okay? Kann ich den heutigen Tag nicht einfach rückgängig machen? Und einem Pathfinder nicht alles nehmen, was sie liebt. Ich habe so sehr an Sarissa geglaubt, aber die Asari sind genauso orientierungslos wie wir. Wir kennen unsere Mission und ich denke, wir finden uns ziemlich gut zurecht. Ich hätte das vielleicht nicht gerade zu einem Pathfinder sagen sollen. Danke, dass Sie auf der Lucinia für mich da waren. Darf ich Ihnen etwas sagen? Alles. Ihr Vater hat richtig entschieden, als er nicht mich, sondern sie zum Pathfinder gemacht hat. Ich gehe niemals voran. Ich suche immer nach einem Mentor und einem Plan, dem ich folgen kann. Die Fehler, die ich als Pathfinder machen würde, wären schlimmer als Sarissas.
So viele Optionen. Jeder macht Fehler. Sie sind immer noch Sie. Die kluge, fähige, wundervolle Cora. So sehen Sie mich? In jeder Sekunde. Wie kann das sein? Sie sind so bedeutend und so verdammt heldenhaft. Alles, was ich im Spiegel sehe, ist Sarissa. Der Pathfinder, der ich gewesen wäre. So. Sie haben uns auf Habitat 7 beschützt, die Arche der Asari gefunden und die Kett bekämpft. Und das alles ohne ein Pathfinder zu sein. Das ist einfach nur mein Job. Ja, und Sie sind wirklich gut darin. Hören Sie, ich weiß, wir flirten miteinander und haben unseren Spaß. Aber eine echte Unterhaltung? Ich fühle mich so verdammt viel besser, wenn Sie bei mir sind. So. Ich bleibe hier, solange Sie möchten. Ich kann doch nicht unseren besten Pathfinder von der Arbeit abhalten. So selbstsüchtig bin ich nun auch wieder nicht. Mir geht's gut. Oder zumindest schon wieder besser. Ich muss nur über einiges nachdenken. Vorausgesetzt, ich kriege sie aus dem Kopf. Umarmungen sind schon ziemlich extrem persönlich. Bin viel zu sehr ein Roboter dafür. Jo, Cora. Hallo. Hallo. Nichts zu sagen. Wir sehen uns später, Cora. Passen Sie auf sich auf. Wir könnten zunächst zurück. Schauen, ob die weibliche Pathfinderin der Asari dort oben ist. Wer ist das? Hey, Vetra. Für Sie habe ich immer Zeit. Ja. Sie haben bestimmt viel zu tun. Gerne. Nun, nichts Sie wissen Neues. Ja, wo Sie mich finden. Nur nichts Neues zu sagen. Ob Bibi auch Meinungen zur Asari-Arche hat? Hat viel Dialog gehabt, das Mädel. Bibi, lass mich rein. Ich schwöre, ich habe nicht mit Cora geflirtet. Bibi? Bibi? Ach komm schon, Bibi. Wollte nur nett sein. Ich habe ihr keine Umarmung gegeben. Oh, okay. Bibi sagt nein. Wir sind hier. Wo ist denn die Nexus? Nexus direkt daneben. Keine Ahnung, was da zu tun ist. Die Nexus-Nebenmissionen sind fast die am langweiligsten. Kann es sein, dass Bibi dort wieder was zu tun hat für mich? Wow. Nein. Ich habe noch gar keinen Massive Andromeda AI-Bildern gesucht. Die fehlen noch. Okay. Logbuch. Verbündete in Beziehung. Salarianische Arche habe ich noch gar nichts gefunden. Anscheinend kann ich Bibi noch gar nicht machen. Okay. Gehen wir mal auf den Nexus. Noch ein Ladebildschirm? Nein. Suche solche Leben, viel schlafende Drachen. Ach, so viel, die ich nichts machen werde hier. Das sind alle Fahrt. All langweilig hier. Wie weit sind wir drinnen im Spiel? Schauen wir da mal. Oh, den darf man mehr. Ja, hat länger gedauert als in der Mission von Mrs. Vetra. Ich heiße unsere Asari-Pilgerinnen auf der Nexus willkommen. Ihre Reise war lang, aber wir sind froh, dass die Arche Lucinia endlich eingetroffen ist. Nun bitten wir Sie um Geduld, während wir allen ein Zuhause suchen. Und wer auch immer Zweifel hatte, hat jetzt den Beweis. Die Asari leben. Ebenso wie unser Traum. Die Turianer haben nichts, sondern... Und da ist der Held, der es möglich gemacht hat. Pathfinder Rider.
Möchten Sie uns etwas sagen? Puff, wird sich da reinschleichen wollen. Dania. Wir haben dann... Ich mache nur meinen Job. Ich erfülle nur meine Pflichten. Ein bescheidener Streiter des Volkes. Wir alle schulden Ryder unseren Dank. Und jetzt genießen Sie bitte die Annehmlichkeiten, die die Nexus zu bieten hat. Entschuldigung. Sie haben uns gerettet? Ja. Ich schulde Ihnen alles. Ohne Sie wäre ich jetzt tot. Approved. Wie wir alle. Nun haben wir eine Zukunft. Bleiben Sie einfach wachsam. Wir können diese Wildnis zähmen, aber sie wird sich wehren. Genau wie wir Asari. Yay, mehr Asari. Jetzt sind alle happy. Alle Rassen. Jetzt sogar Facepaint. Okay, mit dir reden wir. Hätten Sie Zeit für ein Interview? Ich würde gerne mehr über die Angara erfahren. Es ist selten, dass ein Erstkontakt derart reibungslos verläuft. Ah, fest ja. Steht, die Angara sind friedlicher als die Kett. Viele von uns setzen große Hoffnungen in dieses Bündnis. Ich dachte mir schon, dass Sie nach den Angara fragen würden. Ein guter Grund, sich mal zu melden. Das ist nicht... Es geht hier um Geschichte, nicht um Sie und... Mich und? Ich muss das hier beenden. Also, die Angara. Was halten Sie von diesem Bündnis? Die Angara haben ihre eigenen Probleme. Und wir sind Neuankömmlinge in ihrem Cluster. Es liegt noch viel Arbeit vor uns. Der angaranische Soldat, der sich ihrem Team angeschlossen hat, hat schon jetzt einige Fans. Aber alle reden von Aya. Grüne Pflanzen, Wasserläufe. Unsere Anführer haben bereits darüber diskutiert, ob wir Kolonisten dorthin schicken sollten. Aya ist ein souveräner Planet der Angara. Wir haben kein Recht, uns dort anzusiedeln. Das sind klare Worte. Hoffen wir also einfach, dass es nicht notwendig sein wird. Okay, das... Okay, Kamera aus. Ich muss etwas sagen. Ich habe das Gefühl, Sie wollen mehr von mir als nur ein Gespräch beim Interview. Könnte sein. Was ist mit Ihnen? Ich will... Das ist nicht richtig. Es ist unethisch, etwas mit einem Interviewpartner anzufangen. Aber wenn die Dokumentation fertig ist, dann könnten wir uns etwas besser kennenlernen. Nope. Nein, das ist nicht richtig. Hören wir auf. Ist vielleicht das Beste. Okay, haken wir es ab. Oh, ein Anruf aus dem Büro des Direktors. Entschuldigen Sie mich. Ja, natürlich. Ah, hey, Vetrop. Diese Schiffe waren so lange stillgelegt. Es ist schön, Sie wieder das machen zu sehen, wofür Sie gebaut wurden. Nein, ich fürchte, das ist die finale Schritte. Ich frage mich, was mein Vater zu all dem sagen würde. Hätte er mich bei meinem Entschluss ermutigt? Wäre er mitgekommen, wenn er gekonnt hätte? Die Tante da hinten tratscht noch immer rum. Ich habe gar nichts mitbekommen, was Vetra wollte. Hilft es etwas, irgendwelchen Eventualitäten nachzuhängen? Die Dinge sind, wie sie sind. Ich kann meinen Vater nicht einfach vergessen. Sid erinnert sich gar nicht mehr an ihn, aber ich schon. Ich denke, es hätte ihm hier gefallen. Cool, cool, cool. Dann haben wir noch. Auf ein Wort. Nein. Nein. Wenn ich bitte Ihren medizinischen Scan haben dürfte. Hier. Bitte nehmen Sie oder meine Schwester für ihn. Nein. Das ist Pathfinder. Oh nein, nein, nicht hier rein. Da gibt's wieder nutzlose Nebenmissionen. Ich habe bei Ten eine Beschwerde eingereicht. Den zeig ich's. Den zeig ich's. Pathfinder? Nein. Hallo. Hallo. Bloodpack. Das ist Monolith. Platin, her damit. Neue Tarnungen. Mischwarenhändler. Hast du V für mich? Das ist kein V für mich. Brauch doch nur Vs. Oh, hallo. Oh, du bist Eagle. Nee. Und du so?
And 7. Ach, schau. Ach, cool. Jetzt gibt's das. Nee, lass schlafen. Dann haben wir noch Bibi. Können wir Bibi stalken? Oder auch nicht. Ich weiß gar nicht, wo die Crew sich darüber verteilt hat. Unten ist noch eine Bar, da könnte wer drin sein. Ja, nein. Die pinke Haare. Clones for Kumpels. Wer ist hier? Die Flagge von Diteon. Für dich, Nexus. Ah ja. Ryder? Nichts zu sagen. Geo! Ha! Nein. Kein Pokern. Der nicht auf Glück spielt. Ich mache bald, dass du einschlafst. Das gibt nicht viel Sinn. Nathmor Morda verteidigt ihre Position als kroganischer Overlord. Nachdem die Kroganer die Nexus verlassen hatten, machte Jorgul Strux Ansprüche auf den Platz ihres rechtmäßigen Anführers in Helios geltend. Morda behielt ihren Titel jedoch, indem sie Strux vor den Augen einer tosenden Menge auf ihr Laden im offenen Kampf besiegte. Das war HNS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Hyrostation, da war ich sowieso noch nie. Ist das dort, wo ich mit meiner Schwester reden kann im Spiel? Die Turianische Arche wurde gefunden. Der Turianische Pathfinder Mason Barrow hingegen kam Berichten zufolge ums Leben, während er die Arche zu dem Planeten führte. Seine Nachfolge als Pathfinder wird vermutlich der ehemalige Spectre. Es tut mir leid, Lana. Sie versuchen nur unsere Moral. Mit den aktuellsten Neuigkeiten. Ein gebrochener Arm lügt nicht. Ich habe es ihm doch gesagt. Was haben wir hier? Pathfinder, kann ich Sie kurz sprechen? Nein. Danke für das Kadera-Bier. Ich mache mir so. Sie wirken nachdenklich. Ich habe mich nur gerade daran erinnert, wie Cash das erste Mal Werkzeug in die Finger bekommen hat. Klingt spannend. Erzählen Sie mir die Geschichte. Darum müssen Sie mich nicht zweimal bitten. Also, das erste Mal, ja, das war unser Generator. Sie hat ihn komplett zerlegt, während er noch lief. Hat das keinen Kurzschluss verursacht? Sie mochte das Geblitzel. Und Sie können sich vermutlich vorstellen, was los war, als sie rausgefunden hat, dass größere Geräte noch größere Funken erzeugen. Okay. Nicht so interessante Geschichte. Dann haben wir hier noch. Achtung an das gesamte Personal. Pathfinder? Warum haben einige Kolonien... Kennen Sie Ihre Kennzeichnung nicht? Natürlich. Sie sind keine Nummer. Ich... Name und Kennzeichnung, falls verfügbar. Ich habe gehört, dass die Chefingenieurin auf Eos zurück in den Kälteschlaf gegangen ist. Wir hatten einige Anfragen dieser Art. Die ersten Monate in Helios waren entmutigend. Jetzt, wo Prodromos wieder auf Kurs ist, will ich sie zurück im Einsatz. Chefingenieurin Grace Leto. Kennzeichnung E97 Durango. Einsatz erfolgt in Kürze. Sonst noch etwas, Pathfinder? Nein. Bis zum nächsten Pathfinder? So, es gibt so viel zu tratschen mit uninteressanten Leuten. Hey, wen haben wir da? Mein Lieblings-Asari. Neben Bibi natürlich. Flüttet die zwei mit Cora. Ich habe das von der Turianischen Arche gehört. Mein Team und ich helfen so gut wir können bei der Suche nach ihren Stase-Kapseln. Und wir haben einen neuen Kollegen, einen ehemaligen Spectre. Bei der Göttin, ich bin wirklich in illustra Gesellschaft. Ich mag sie. Überhaupt die pinke Jacke schaut cool aus.
Sie machen auf mich den Eindruck, dass Sie viel Kraft aus Ihrem Glauben schöpfen. Das ist richtig. Es ist beruhigend zu wissen, dass ich niemals alleine bin. Und mit meinem Sam trifft das jetzt sogar doppelt zu. Glauben Sie auch an etwas Bestimmtes? Sorry. Das würde ich nicht behaupten. Jeder hat seinen eigenen Weg durch die Welt. Ich wünsche Ihnen das Beste für Ihren. Schau, die ist einfach sympathisch. Mir ist Sarissa noch gar nicht begegnet. Wissen Sie, wo sie ist? Nein, sie hat ihre Waffen und ihre Panzerung genommen und ist wortlos gegangen. Wird sie klarkommen? Ich hoffe es. Sarissa hat einen starken Willen, aber diese Sache hat sie sehr verletzt. Der nächste Cat, dem sie begegnet, tut mir fast schon leid. Oh, wahrscheinlich auf Gadara. Wie lautet Ihre Mission, jetzt wo Sie ein Pathfinder sind? Ich werde die Geißel erkunden und kartografieren. Ich will die Cat aus ihren Verstecken treiben. Wenn die Göttin es will, ist das Datenmodul den Preis wert, den wir dafür bezahlt haben. Wie fühlt es sich an, endlich wieder auf der Nexus zu sein? Es ist... Wenn man so lange auf einer Arche gelebt hat, die praktisch auseinanderfällt, ist man das Gefühl von Sicherheit gar nicht mehr gewohnt. Aber ich kann frei atmen. Mit den Leuten reden, denen ich helfen soll. Es ist Heimat. Viel Glück, Pathfinder. Die Göttin sei mit Ihnen. Ich glaube, beim ersten Mal habe ich Sarissa gewählt. Vedaria ist viel cooler. Vedaria findet sich in ihrer Rolle als Pathfinder gut zurecht. Naja, schlechter als der letzte Asari-Pathfinder kann sie kaum sein. Hoffen wir es. Vedaria hat ein Ziel, für das sie kämpfen kann. Alles, was sie jetzt noch braucht, ist ein gutes Team. Wir nehmen sie auf. Avitus nehmen wir auch auf. Das ist auch cool. Er rennt weg von mir. Er will nicht aufgenommen werden. Also, wie gefällt Ihnen Ihr neuer Posten? Ich bin's nicht gewohnt, dass die Leute mein Handeln hinterfragen, aber ich mag die Herausforderung. Mehr als ich gedacht hätte. Bedauern Sie irgendetwas? Nur, dass Mason nicht miterlebt, wie ich gegenüber Tan den Diplomaten spiele. Damals in der Milchstraße hätte ich diesem Wurm Vernunft eingeprügelt. Jetzt gebrauche ich Worte. Ich bin ein geläuterter Mann. Pathfinder und Spectre. Wie fällt da der Vergleich aus? Es sind zwei völlig verschiedene Dinge. Als Spectre habe ich im Schatten operiert, bekam nur die Infos, die ich unbedingt brauchte. Hier sind alle Augen auf mich gerichtet. Sie sehen zu mir auf. Es gibt keine Geheimnisse. Was ist Ihnen lieber? Ein Spectre zu sein war einfacher. Aber die Aufgabe als Pathfinder ist lohnender. Wie gefällt Ihnen das Leben auf der Nexus? Gut. Fließendes Wasser und eine vernünftige Verpflegung haben schon was für sich. Man merkt natürlich, dass der Aufstand die Leute noch immer belastet, aber verglichen mit Haval fühlt es sich hier beinahe normal an. Konnten Sie schon andere Überlebende von der Nathanus finden? Wir haben erst gestern eine neue Gruppe hergebracht. Es werden immer noch viel zu viele vermisst, aber wir machen Fortschritte. Ich werde die Augen offen halten. Danke, Ryder. Das weiß ich zu schätzen. Es war nett, Sie wiederzusehen, Avitus. Passen Sie da draußen auf sich auf. Oh, wir brauchen einen. Was ist mit der Arche Lucinia? Die Asari scheinen einfach nur glücklich darüber zu sein, dass sie noch leben. Allerdings hat die Nexus bald keinen Platz mehr, um sie unterzubringen. Ich weiß. Wir brauchen dringend Außenposten. Und was machen wir, bis wir sie haben? Wären Sie bereit, sich wieder in Stase versetzen zu lassen? Nach allem, was Sie durchgemacht haben, bezweifle ich das. Aber Sie können sie gerne selbst fragen. Ich vertraue Ihrem Urteil. Belegen Sie vorerst sämtliche Quartiere doppelt. Das ist leichter gesagt als getan. Ich nehme Barasari bei mir im Schiff auf. Kein Problem. Kein Problem. Ich habe gehört, die mögen eh kuschen. Das Aufspüren der Asari-Arche war gute Arbeit, Ryder. Ich höre, es hat Probleme mit Sarissa gegeben? Wir haben sie gelöst. Vielleicht ist es besser, wenn ich gar nicht mehr weiß. Wichtig ist nur, dass die Lucinia sicher zurückgekehrt ist. Haben Sie noch weitere Anliegen? Ich dachte, ich frag mal nach den Archen. Setzen Sie Ihre Untersuchungen fort, Ryder. Wir brauchen immer noch Informationen über die Salarianische Arche. Bis wir wissen, was aus allen Spezies geworden ist, sind wir eine zerbrochene Familie. Was muss ich bei der Lebensfähigkeit eines Planeten berücksichtigen?
Wenn der Planet Leben ermöglicht, brauchen wir einen Außenposten. Die Leute wollen ein Dach über dem Kopf. Und die Bedrohungen muss man eliminieren. Ob das nun die Kett oder andere Schrecken sind, die in Helios lauern. Wenn ständig Kolonisten ermordet werden, kann das entmutigend wirken. Eine weitere Priorität für jeden Pathfinder sind die Erkundung und Kartografierung des Geländes. Und vergessen Sie die Aufklärungsposten nicht. Die sind wichtig. Das wäre alles. Danke für Ihre Zeit. Stets zu Diensten. Ja, und das wäre alles für diesen Part. Danke für Ihre Zeit. Danke, danke, danke. Oder wie Daria? Aus den Hydrokulturen wird ziviler Ungehorsam gemeldet. Warte. Nein. Wo rennst du hin? Schaut jetzt erwachsen aus. Ich weiß nicht, warum sie ihr Asari-Gesicht gut hinbekommen haben. Sie einfach mal aus. Sie sind enorm beweglich. Eine ultraleichte Mod käme ihnen bestimmt entgegen. Vielleicht sollte ich wirklich. Ja, Apex müsste diese Mods haben. Ich könnte mir ja mal eine ausleihen. Sie sind ein Pathfinder. Sie können alles anfordern, was sie brauchen. Oh, richtig. Natürlich. Sie wird schon nervös. Okay. Ist recht. Warum? Genug wird Dania mit dem Nenina rumgestalkt. Jo, peace out.